Ich kann euch sagen, es sieht wunderbar aus von hier oben, sehr schön bunt und das Ende ist gar nicht abzusehen. Ich bin Carola Handwerk, ich spreche hier als Mitglied des Arbeitskreises Mietrecht im Republikanischen Anwältinnenverein. Den Arbeitskreis gibt es seit 2013 und da arbeiten viele engagierte Kolleginnen, die ausschließlich Mieterinnen vertreten. Ich will euch kurz die Tatsachen aus unserer Sicht, aus der anwaltlichen Sicht schildern. Okay. Wir erleben in unserer täglichen Arbeit die Verdrängung von Mieterinnen aus ihren Wohnungen. Lauter. Es sind die ständig steigenden Mieten, die immer schneller als das eigene Einkommen steigen. Es sind die teuren und oft unsinnigen Modernisierungen. Es sind die Kündigungen, oft wegen angeblicher oder kleinster Vertragsverletzungen, wegen angeblich mangelnder wirtschaftlicher Verwertbarkeit oder wegen tatsächlichen, aber auch sehr oft vorgetäuschten Eigenbedarf, die zu dieser Verdrängung führen. In den letzten Jahren mussten wir erfahren, dass es keine Gesetzesänderung gibt, die uns Mieterinnen auf dem immer enger werdenden Wohnungsmarkt schütze. Vielmehr werden durch die Gesetzesänderungen in den letzten Jahren, zum Beispiel im Bereich des Modernisierungsrechts, gegen die Mieterinnen, indem sie ihnen ihr Recht, sich gegen aufwendige, teure Sanierungen in der Wohnung zu wehren und danach in ihrer Wohnung zu verbleiben, erschweren. Härtefallregelungen stehen zwar im Gesetz, aber schützen die Mieterinnen dabei nur unzureichend. Selbst wenn sie anerkannt werden, führen die Aufwertungen zu einem Ansteigen der ortsüblichen Miete und da auch zu einem Ansteigen der Miete im unmodernisierten Bestand. Aber nicht allein der Gesetzgeber trägt die Verantwortung für die Verdrängung, die wir täglich erleben. Auch die Rechtsprechung, zum Beispiel des Bundesgerichtshofs und vieler Instanzengerichte, verschärfen die Rechtsanwendung überwiegend zu Ungunsten der Mieterinnen und Mieter. Beispielhaft sei hier die Ausweitung der Kündigungstatbestände wegen angeblicher Vertragsverletzung und Eigenbedarf genannt, die wir immer mehr erleben. Besonders skandalös ist jedoch, dass dem Mieter effektiv Möglichkeiten genommen werden, sich gegen Kündigung zu wehren. Zum Beispiel gegen Kündigung wegen Zahlungsverzug. Seit 1923 gibt es das Recht, Kündigung wegen Zahlungsverzug abzuwenden. Der Bundesgerichtshof hat, wenn sie gleichermaßen auch mit einer fristgerechten Kündigung verbunden sind, dieses Recht auf Abwendung praxisuntauglich untauglich gemacht. Wir haben nicht zuletzt dieser Rechtsprechung und dem Nichtstun des Gesetzgebers darauf, einen massiven Abbau der Mieterinnenrechten in den letzten 16 Jahren zu verdanken. Aber wir erlebten und erleben auch, wie sich der Widerstand gegen den Abbau der Mieterinnenrechte formiert. Und wir sehen es ja auch heute. Mieterinnen in Häusern, in denen meist nach Eigentümerwechsel Kündigung oder umfangreiche Modernisierung mit Mietsteigerung um mehr als 100% drohen, organisieren sich oft frühzeitig und vernetzen sich in den Häusern. Oftmals in Häusern mit gleichen Eigentümern oder aber mit Eigentümern mit ähnlichen Vorgehensweisen. Dabei ist es vor allem wichtig, nicht vorschnell aufzugeben und solidarisch zu handeln, Sachkundigen zuzuziehen und niemanden allein zu lassen. Wirksame Instrumente sind neben Hausversammlungen und Mieterinnenstammtische die Begleitung zu Prozessterminen und die Anwesenheit bei Wohnungsbesichtigungen. Vermieter und Richterinnen merken so, dass Mieterinnen nicht wehrlos sind und vor allem nicht aufgeben. Sie merken auch, dass es keine Einzelfälle sind, die man in kurzen Prozessen zugunsten des Verwertungsinteresses des Vermieters abhaken und zur Tagesordnung übergehen kann. Mich beeindruckt auch immer wieder die Sachkunde, die sich Mieterinnen in jahrelangen Rechtsstreitigkeiten aneignen. Das reicht von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zur sogenannten energetischen Sanierung bis hin zu baurechtlichen Fragen und dem Umgang mit der Politik. Wehren wir uns also weiterhin gemeinsam gegen die nicht enden wollenden Versuche, Mieterinnen aus Profitgier aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Ihr seid so zahlreich hier und das macht Mut. Danke. Vielen Dank für diesen letzten Redebeitrag.